Herr Büchner, Sie hatten jetzt ein ausschließlich positives Resümee gezogen der ersten bis zur 100. Kabinettssitzung. Glaubt man Meinungsumfragen, dann ist ja außerhalb von diesem Raum die Zustimmung zur Ampelregierung recht überschaubar. Da würde mich interessieren, gab es denn auch eine selbstkritische Reflexion der Arbeit bis jetzt zur 100. Kabinettssitzung? Es gibt immer eine selbstkritische Reflexion bei allen Ministerinnen und Ministern, aber weil Sie die Umfragen ansprechen, entscheidend sind ja nicht Umfragen, das sind immer Momentaufnahmen, entscheidend ist eine gute Politik und davon ist die Bundesregierung überzeugt, dass sie die gemacht hat. Eine Nachfrage noch, wenn es die dann gab, können Sie da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen heute, was so eine kritische Reflexion der Arbeit war? Es geht jetzt nicht um heute, es geht grundsätzlich, dass man natürlich immer darüber nachdenkt, wie man Politik in diesem Land gestaltet und dass das wäre ja auch nicht gut, wenn man da auch nicht selbstkritisch drüber nachdenkt, aber ich kann hier keine Beispiele aufzählen. Gibt es weitere Fragen?